Masako, wie lange seid ihr schon hier? Nicht lang genug. Ihr braucht eine Pause. Was ich brauche, ist Vergeltung für den Mord an meiner Familie. Ich bin einen Schritt näher, wenn ich diese Schlange fange, diesen Omura. Einen der Verschwörer auf der Liste. Er besorgte die Waffen, die meine Familie umbrachten. Dann finden wir ihn. Er wird reden. Wir müssen uns verstecken. Hier lang. Angeblich soll Omura nach Umugi reisen. Ich weiß nur nicht wann. Also verharre ich hier, wartend. Von hier überblicken wir alles. Wisst ihr, wie Omura aussieht? Ich bin nicht sicher. Es ist schließlich 20 Jahre her. Ihr kanntet ihn. Er belieferte unseren Clan, aber er hinterging uns. Er behauptete, dass mein Gemahl ihm nicht genug zahlte. War dem so? Natürlich nicht. Behaltet jetzt die Straße im Auge und macht es euch bequem. Könnte eine Weile dauern. Masako, da. Männer auf dem Weg. Sie sehen aus wie er. Genauso wie Omura vor 20 Jahren. Sind sicher seine Söhne. Waren sie beide beteiligt? Ich übernehme die Schlucht. Ich muss mit einigen Leuten dort reden. Um wieder mal anzugehen. Wie bitte? Vergiss es. Wir sehen uns in Umugi. Sie teilen sich auf. Folgen wir ihnen. Mal sehen, was passiert. Ich gehe nach links, ihr nach rechts. Die Schlucht ist eng. Haltet euch oben, sonst werdet ihr gesehen. Ach, undankbare kleine Ratte. Zu arrogant, mir bei der Drecksarbeit zu helfen. Aber mir beim Geld ausgeben helfen wollen, wenn ich reich sein sollte. Bruder, wenn du das bist, zeig dich! Vater, ich habe die Familie gerecht. Der alte Adachi ist tot. Sein Clan ist auf. Kippei findet meinen Tun schändlich. Aber er weiß nicht mehr, was Adachi uns anfasst. Für dir, werde ich genug Geld haben, um tausendfach aufzuwiegen, was sie dir genommen haben. Vater ist stolz auf mich. Wieso auch nicht? Kiwi weiß ja nicht, wovon er redet. Reich bin, baue ich als erstes ordentliche Straßen. Was erwartet ihr denn? Hier ist Umugi.
Scheiße! Ich sollte zu Masako. Jin, hier drüben. Der, dem ich folgte, war beteiligt. Er sprach von Rache gegen den Adachi-Clan. Worauf warten wir dann noch? Er will zu dem Mann, der ihn beauftragt hat. Zu dem Mann, der meine Familie töten ließ. Gehen wir näher ran, sonst hören wir nichts. Hier lang. Ich will raus. Du bekommst nur kalte Füße. Es ist Unrecht. Was Adachi Vater antat, Unrecht. Dass unsere Familie obdachlos wurde, Vater zu trinken anfing. Er hat Adachi bestohlen. Und Vater trank schon immer. Hör zu, wir drehen das Ding. Und du nutzt das Geld zur Flucht. Nimm deine Familie und kehre den Mongolen den Rücken. Bringen wir es hinter uns. Sie gehen. Ihnen nach. Bleibt unten, sonst sehen sie uns. So. Er wird also am Strand sein? Den habe ich ihm als Treffpunkt genannt. Der Alte stimmt mir gleich zu. Will nicht, dass etwas herauskommt. Wie kannst du nach dieser Sache bloß schlafen? Da waren Kinder. Es war nicht meine Hand. Ich lieferte nur die Waffen. Feigling. Das heißt, Fürstin Masako hat überlebt. Die alte Frau? Was kann die denn schon tun? Ich sollte ihn hier und jetzt töten. Noch nicht. Dann sehen Sie dich. Er kommt allein. Er will bestimmt bloß Eindruck schinden. Schließlich ist er immerhin ein Fürst. Diese Narren gehen in eine Falle. Warten wir ab und sehen, was passiert. Hier ist etwas vor. Überlass mir das Reden. Ihr wartet hoffentlich nicht schon lange. Wer von euch ist Omura? Das bin ich. Habt ihr unseren Lohn? Haben wir. Nein, Omura gehört mir. Noch er. Verdammt, der Narr ist tot. Er hat von einem Brief gesprochen. Vielleicht hat er ihn noch bei sich. Mal sehen. Ich schaue nach, ob die Banditen etwas haben. Diese Nachricht trägt das Clan-Wappen, das auf der Liste des Gasthauses war.
Das war eine Falle. Wer immer eure Familie tötete, wollte Omura mundtot machen. Der Feigling verwischt seine Spuren. Dieser Notiz nachzuurteilen, brauchte er dringend Geld. Dann kann sein Clan nicht reich sein. Oder er hat keinen Clan. Ihr glaubt, der Mörder meiner Familie ist kein Samurai? Vielleicht will er einer werden, einen Clan gründen. Und dazu plündert er die Leichen des Adachi-Clans. Nur wenige besitzen einen so ruchlosen Ehrgeiz. Das nützt mir, grenzt meine Suche ein. Ruht euch erstmal aus. Diese Jagd zerrt euch auf. Bis ich den Verantwortlichen finde, gibt es keine Ruhe. In Ariake gibt es immer noch Verschwörer. Sucht mich dort bitte auf. Diebe und Mörder sind überall. Doch die Banditen in Hiyoshi sind schlimmer als die Invasoren. Es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Volk auszunutzen. Einer Frau im Fischerdorf Kechi haben sie die ganze Familie genommen. Etwas Trost von einem Samurai freut sie bestimmt. Fürst Sakai! Schön, euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und... Bitte, nehmt diese Geschenke an. Habt Dank, Gonjiro. Und alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Ich wollte doch nur was zu essen. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Oh!
Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Habe ich alles eingepackt? Wo ist denn nur? Da, gut. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht, aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zählt das auch nicht auf mich. Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig her. Aber natürlich. Uns wurde Sache verstanden. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt. Sadao ist ein Familienmensch. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhe, die ausbrach, als ein guter Hof keinen Geist mehr hatte? Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao! Feigling! Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vetter. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Kommt her und kämpft! Ugh!
Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen. Fürst Sakai. Fürstin Masako, hat die Frau des Verräters sein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier. Mein Herr. Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein, ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Sie braucht Zeit zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Ihr hattet schon vor Fürst Adachi eine Familie. Würde sie euch aufnehmen? Mein älterer Bruder starb vor ein paar Jahren. Und meine Schwester. Die Mörder schlachteten sie ab. Ich erkannte nur ihre Goldschärpe wieder. Ich wollte diesen Tag nicht wieder wachrufen. Er ist mir allgegenwärtig.
Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Danke. Lass mich in Ruhe! Hina! Schnell zum Haus! Wir suchen ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben. Hier lang. Warum sollte jemand Hina töten? Damit wir Sadao nicht finden. Sie wussten, dass wir sie haben. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ich hatte gehofft, ihr Ehemann beißt an. Und jetzt ist eine unschuldige Frau tot. Das waren die Verräter, nicht wir. Aber ihr habt sie zum Ziel gemacht. Nur diese Spuren hier. Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Haut euch nur! Wozu, Hilfe! Er darf nicht sterben. Ich blute! Zu tief, der Schnitt. So will ich nicht sterben. Ich blute. Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich wollte nicht. Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Ihr dürft nicht sterben. Sagt mir, wo er ist. Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Ermordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Was habt ihr gefunden? Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch?
Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager. Masako meinte, ich soll den verantwortlichen Mönch finden. Er kann vielleicht die Karte vom Bruder des Verräters lesen. Das wird nie jemandem erzählen. Aber ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten andere in Gefahr geraten. Haltet euch dort fern. Ich sehe nach. Fürst Sakai, wie schön, euch zu sehen.